So, herzlich willkommen zur Vorlesung Design Pattern. Wir sind im Sommersemester 2016. Wenn ich nur richtig zähle, ist das die 9. Vorlesung. Wir machen rapide Fortschritte und nähern uns dem Ende der regulären Pattern. Und es gibt aber noch 3, 4 Sachen, die ich danach erzählen möchte. Das heißt, es wird noch so circa 3 weitere Vorlesungen geben. Eine wird ausfallen, weil ich auf einer Konferenz bin, und in einer Woche ist das Fest des Fachbereichs, das Sommerfest. Da fällt die Vorlesung auch aus und dann ist das Semester tatsächlich auch rum. Okay. Gerade nochmal die Liste, die leider furchtbar klein ist. Wir sind durch diese Verhaltensmuster im Großen und Ganzen durchgegangen. Werden tatsächlich, glaube ich, heute noch mal eins machen, aber wir haben das Command, den Visitor, den Beobachter haben wir, glaube ich, nicht, doch Listener, na klar. Visitor, Strategy, State, Chain of Responsibility, Adapter, Decorator, Facade machen wir heute, Flyweight, Composite, Proxy. Und wir haben die ganzen Factory-Sachen gemacht. Wir haben die Factory-Method, die Abstract-Factory, der Erbauer ist Prototype und den Singleton machen wir heute auch noch. Und wir machen heute noch Plugin. Oh, ist viel zu warm für Schuhe. Moment. So, die Sache ist, ich würde heute gerne noch mal einmal ganz kurz zu den Factory-Sachen zurückkommen. Die Hausaufgabe dazu, was ich gesehen habe, war einigermaßen okay. Die Leute, die es gemacht haben, waren auch alle so ziemlich richtig. Wenn ich es richtig verstanden habe, verlieren wir immer mehr Mitglieder. Habt ihr euch alle angemeldet? Beim HIS. Wunderbar. Ich habe über die Factories Sachen erzählt. Das ist der Hauptgrund, warum man das macht, ist, dass man diesen New-Befehl, den es in Java gibt, nicht wirklich überschreiben kann im Zuge von Vererbung. Das heißt, der Hauptgrund für so eine Factory-Method war, mach doch so eine Create-Methode, die du dann in Subklassen von deiner Factory überschreiben kannst, um Spezialverhalten da noch irgendwie reinzubekommen. Das ist tatsächlich ein möglicher guter Grund, was dafür das zu tun. Aber ich lese gerade dieses fröhliche Buch hier, Domain-Driven Design. Und da gibt es auch ein eigenes Kapitel, das ist bei Eric Evans, gibt es ein eigenes Kapitel über Konstruktionen von Objekten oder Aggregates nennt er die, also irgendwelchen mehr oder weniger komplexen Objektstrukturen und wie man das machen soll. Und die wesentliche Aussage von dem Eric Evans ist, naja, also tut nicht so viel komplizierte Dinge in eurem Konstruktor. Na, das sage ich ja manchmal auch. Bei mir ist das typischerweise technisch organisiert oder weil Konstruktion von Objekten in Vererbungshierarchien eine sehr, sehr komplizierte Nummer ist. Also da passieren Dinge, die hält man nicht für möglich, wenn man da so ein New Student hinschreibt. Es wird als erstes die Studentenklasse geladen, wenn sie noch nicht geladen ist. Dann werden die statischen Initialisierungen dieser Klasse ausgeführt. Dann wird die Personenklasse geladen und deren statische Initialisierung ausgeführt. Dann wird Hauptspeicher angelegt. Dann wird zuerst der Konstruktor der Klasse Person ausgeführt. Danach wird der Inhalt des Konstruktors der Klasse Student ausgeführt. Lauter so fröhliche Dinge passieren da. Das Hauptproblem ist, dass wenn der Konstruktor fertig durchgelaufen ist, kann man über dieses Objekt, was man da konstruiert hat, das vielleicht auch irgendwie gleich so eine ganze Composite-Struktur ist mit Kindklassen und all solchen Dingen, mit Fug und Recht Annahmen machen, dass gewisse, man nennt das Invarianten, gelten, dass diese Struktur irgendwie in sich vernünftig ist. Wenn man noch im Konstruktor ist, kann man das eben normalerweise nicht. Der Eric Evans sagt jetzt zusätzlich noch, Konstruieren von irgendeinem Objekt und danach das Objekt benutzen, sind einfach komplett unterschiedliche Dinge.
Und wenn ich jetzt irgendwie so eine Study-Ride-University baue mit Räumen, die dann irgendwie miteinander verbaut sind, und danach habe ich Unterrichtsbetrieb in dieser Study-Ride-University. Das sind einfach unterschiedliche Sachen, die Konstruktionen der Objektstruktur und das Verwenden dieser Objektstruktur. Und während man diese Objektstruktur verwendet, kann man eigentlich mit dem Quellcode zum Bau der Objektstruktur nichts mehr anfangen. Und das sind beides relativ komplizierte Arbeitsschritte, je nachdem wie kompliziert die Struktur ist. Und sind aber, ja, bei ihm sind das jetzt hier einfach von der Business Logic her, von der Anwendungsdomain her unterschiedliche Paar Schuhe. Und man sollte die nicht in einer Klasse zusammenbauen. Tatsächlich werden ja Datenobjekte eben auch insbesondere gerne gebraucht, um dann Datenaustausch zwischen Rechnern zu machen oder Persistenz zu machen. Und wenn ich meine Daten, die Raumstruktur meiner University woanders hinschicke, dann und der entpackt die, hat ja vielleicht eine ganz andere Vorstellung davon, welche Konsistenzbedingungen in dieser Datenstruktur gelten sollen und wie er die herstellt und wie er das aufbauen möchte. Und will eine andere Factory dafür nehmen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, solche Factory und Factory Methods, insbesondere zum Beispiel die mit dem Prototype, sind sehr gut dazu geeignet, den Code für das Erzeugen einer Objektstruktur von dem Code zur Verwendung einer Objektstruktur logisch zu trennen und das dann eben auch arbeitsteilig voneinander zu trennen, sodass die Leute, die nachher nur auf dieser Objektstruktur irgendwelche Wegesuche machen, sich nicht damit abkämpfen müssen, wie baue ich das oder wie lese ich das aus einer XML-Datei ein oder wie mache ich das eigentlich oder wie baue ich einen Editor dafür. Und diese Factory-Methoden und Factories helfen eben unter anderem auch nochmal, diesen Creational-Code und den Usage-Code voneinander zu trennen. Das gibt also auch logische Gründe, Sachen zu trennen und eben auch arbeitsorganisatorische. Also wenn man so sehr unterschiedliche Softwareentwicklungsaufgaben hat, die dann eben auch unter Umständen von unterschiedlichen Leuten gemacht werden, dann ist das immer eine gute Idee, das auch im Code auf verschiedene Klassen aufzuteilen. Und dementsprechend ist Eric Evans tatsächlich auch einer, der stark sagt, benutzt dieses Factory-Ding. Das ist eine super Idee. Benutzt insbesondere den Prototype. Und in so einer Factory ist man sich dann auch viel stärker bewusst, ich baue das Ding gerade, das ist noch nicht fertig. Das heißt, ne, was heißt ich beim Bauen, der Zement hat noch nicht abgebunden, ich kann jetzt noch nicht 100 Tonnen auf diese Decke stellen, sondern ich muss noch warten. Na, das trägt jetzt noch nicht. Und das Gleiche gibt es eben im Softwarebereich auch. Während ich das Ding konstruiere, kann ich bestimmte Annahmen, die ich mache, dass Pointer ungleich 0 sein müssen oder sonst irgendwas, eben noch nicht machen, weil es ist noch nicht fertig zusammengebaut. Es fehlen noch ein paar Stützbalken. Gut. War aber gar nicht Inhalt des heutigen Dings. Heute beschäftigen wir uns als erstes mit der Fassade, was eigentlich ein Spezialfall von einem Adapter ist, der aber andere Dinge noch ein bisschen einfacher macht. Fassaden kommen insbesondere auch dann zum Einsatz, wenn ich Bibliotheken baue, Libraries, die in anderen Projekten später weiterverwendet werden sollen. Oder ein Framework oder ähnliche Dinge. Also ich habe eine relativ komplexe Applikation mit vielen, vielen Klassen gebaut, die in Packages organisiert sind, die tausend Dinge machen. So, irgendwie so ein Kram. Ganz, ganz viele Klassen, ganz, ganz viele Packages. Ganz oft ist es so, dass ich diese Visibility-Mechanismen, die Java mir anbietet, Public Protected, Private und Package Visibility, innerhalb meiner Bibliothek schon aufgebraucht habe, um da so ein bisschen die Teile gegeneinander abzugrenzen. Und jetzt ist es aber so, dass ich irgendeinem Endanwender, also irgendeinem User-App, die hier sitzt, die meine Bibliothek verwenden möchte, eigentlich nur eine eingeschränkte Schnittstelle zur Verfügung stellen möchte, die
kleiner ist als das, was meine Kollegen sind, die Teilfunktionalität zu meiner Bibliothek zu bereitstellen und auch Teilfunktionalität von mir benutzen. Ein Weg, wie man das prinzipiell erreichen könnte, wäre eine Package Visibility zu nehmen, dass man sagt, alles, was im gleichen Package ist, kann auf diese Teilfunktionalität zugreifen. Dann schränke ich mich aber in dem Bibliotheksding sehr ein. Also da müssen alle meine Kollegen und ich ihre Klassen in das gleiche Package tun, damit wir diese Package Usability, Visibility nutzen können, um da auf Dinge zugreifen zu können. Und das ist irgendwie blöd. Diese Package Visibility oder diese Package Struktur, das sagt Eric Evans hier eigentlich auch, reflektiert auch irgendwie ein bisschen meine Anwendungsdomäne, also eine Struktur, die meine Domäne hat, mein Beispiel Anwendung hat. Und ich möchte mir das nicht durch so technische Visibility-Gründe irgendwie vorschreiben lassen, welches Ding ich in welches Package tun möchte. So, das heißt, ich würde meine Bibliothek gerne in unterschiedliche Packages aufteilen, die sich gegenseitig irgendwie ein bisschen verwenden können durchaus. Das mache ich natürlich mit Low Coupling, ganz wenig über Package-Grenzen hinweg, aber passiert halt. Und dafür muss ich Dinge in meinen Klassen public machen für meine Kollegen, von denen ich unter Umständen nicht möchte, dass meine Endanwender die tatsächlich verwenden. Und jetzt habe ich irgendwie ein Problem. Na? Und dann überlege ich, weiß nicht genau, was tue ich denn? Uiuiui. Und was man macht, ist, man macht eine API. Eine Application Programmers Interface. Also man sagt jetzt einfach, ich mache zum Beispiel in meinem kompletten Package-Baum ein spezielles Package und die Sachen, die da drin sind, die sollen bitte meine Anwendungsprogrammierer verwenden und alles, was in anderen Packages ist, gehört denen nicht. Da sollen die bitte die Finger von lassen. Und nur meine API, meine Application Programmers Interface, das dokumentiere ich, da mache ich Java-Doctor dafür, das zeige ich meinen Kollegen und dafür schreibe ich Tutorials, wie ich das verwenden möchte. Da mache ich meine Szenarios dagegen, meine Usage-Szenarios und Storyboards. Und mehr sollte der Benutzer eigentlich nicht sehen. Die Visibilities meiner Programmiersprache reichen dafür jetzt nicht aus. Da braucht es jetzt in irgendeiner Art Doku oder Disziplin. Na, ist halt so. Okay, was man dann macht, ist, man macht so eine Klasse, ich nenne die jetzt mal API, und ich zeichne die jetzt hier mal so ein bisschen länglich. Die bietet mir jetzt eine Reihe von Methoden, M1, M2, M3, andere Dinge, implementiert die aber gar nicht selber, sondern reicht die durch irgendwo hier in meinen Klassenbaum an Funktionalität, die intern in meiner Bibliothek irgendwie logisch aufgeteilt ist, weil sie zu unterschiedlichen Packages gehört. Und ich biete aber jetzt meinem Endanwender eine Klasse an oder eine kleine Klasse, ein Package an mit ein paar Klassen und da drinne liegen die Dinge, die für den Endanwender zulässig sind oder benutzt werden können oder da benutzt, gebraucht werden sollen. Und diese spezielle Klasse, die ich vor meine Bibliothek setze und die nicht selber Funktionalität implementiert, sondern implementiert durchreicht an den eigentlichen Implementierungsteil, das nennt man eine Fassade. Na, das ist jetzt einfach ja, so ein sichtbares Ding vor meinen großen, komplexen Unterwelt. Und hinter dieser Fassade verstecke ich ganz, ganz viele interne Klassen, die der Benutzer jetzt nicht mehr kennen muss. Der muss auch nicht mehr suchen, wo zur Hölle finde ich Methode M3, sondern die ist in meiner Fassadenklasse, in meiner API-Klasse drin. Fertig. Na? Und in dieser API-Klasse ist dann nichts weiter verdrahtet als, und hier findest du jetzt die Methode M3, ist in der Klasse C42 und da kannst, und da heißt sie übrigens M32. Na? Aber im Großen und Ganzen kann man das so machen. Und diese Fassade entkoppelt jetzt tatsächlich das Innenleben meiner Bibliothek gegen die Anwendung. Und das ist insbesondere nochmal so eine schöne Separation of Concern, weil jetzt eben meine User-App, meine Anwendungsapplikation
brauche über meine interne Bibliothek nicht wirklich viel wissen oder nicht alle Klassen, die da drin sind, kennen und kann eben gegen die API entwickelt werden und ich kann intern an meiner Bibliothek gleichzeitig auch noch dran rumfummeln, da Umstrukturierung, Refactorings drin vornehmen, wie ich das möchte und habe diese beiden Arbeitsbereiche relativ einfach entkoppelt. In STMlib haben wir das letztens gemacht. Da haben wir die Klasse Storyboard, die tatsächlich relativ viele Methoden hat, von denen auch sehr viele nur für Internal Use gedacht sind. Da haben wir eine Fassade vorgesetzt, die nennt sich jetzt Story Page und die reicht einfach alle Funktionalitäten, die für Endanwender sind, durch und die andere Hälfte, die nur intern in der Bibliothek sind, werden versteckt. Das ist so ein typischer Trick. Ich glaube, es war keine coole Idee, das Ding jetzt bei der Gelegenheit umbenennen. Wir hätten ein Storyboard in Storyboard Impl umbenennen sollen und dann ein neues Storyboard machen sollen, das in das alte implementiert. Naja, wie man es macht. Ne? Das sollten wir vielleicht irgendwann nochmal tun. Schauen wir mal. Okay. So, meine User-App ist jetzt hier super entkoppelt. Na, und das ist tatsächlich ein Design-Pattern und das diese Klasse macht jetzt irgendwie für meine Funktionalität, gibt die keinen wirklichen Beitrag. Die habe ich jetzt wirklich auf arbeitsorganisatorischen, designtechnischen Gründen eingeführt, weil ich bestimmte Systemteile gegeneinander entkoppeln möchte und Änderungen unabhängig machen möchte innerhalb der Bibliothek und außerhalb der Bibliothek. Die beiden Teile können jetzt getrennt voneinander sich weiterentwickeln, solange meine API stabil ist. Kompliziert sind immer Changes zur API selber. Das ist das Unglück aller Bibliothekssoftwareentwickler, dass sie, wenn sie die API ändern müssen, Client-Code brechen. Ne? Also alle Anwendungen fliegen dir um die Ohren, wenn es plötzlich irgendwie die Methode nicht mehr gibt, M3. Und alle, die die verwenden, hauen dir weg. Das darf man dann normalerweise nicht machen. STMlib tut das regelmäßig trotzdem. Dann heißt es ja, generier halt neu oder schreib deinen Code um. Du bist eh nur ein Student, du kannst nicht meckern. Tatsächlich gibt es aber Gemecker aus der Anwendergemeinde und die sagen, wir sollen das nicht mehr tun. Aber was man dann als nächstes tut, ist, man macht so Deprecations. Man lässt die alte Methode M3 drin, auch wenn man sagt, eigentlich sollst du die nicht mehr benutzen. Und macht so eine Klammer für deprecated da dran. Und sagt dann noch zusätzlich in einem Kommentar, mach stattdessen lieber das und das. Und die Hoffnung ist, dass dann irgendwie nach 1, 2, 3 Jahren alle Leute gemerkt haben, dass sie diese Methode nicht mehr benutzen sollen und migriert sind auf die neue Methode und dass man sie dann irgendwann löschen kann. Tatsächlich passiert dieses Löschen dann trotzdem nie. Also die bleibt halt als Deprecated-Methode da drinne bis ans Ende aller Tage. In dem Java gibt es ganz viele Stellen, wo man solche Sachen findet. Im Graphical User Interface Bereich sind wir jetzt auf Java FX. Du findest aber alles Swing und AWT-Sachen immer noch. Gar kein Thema. SWT-Sachen auch. Dann gab es im Bereich Filesystem ein paar Mal umbauen. Jetzt gibt es ein java.nio. Es gibt java.io, da drin ist so eine alte Filesystem-API. Jetzt gibt es nio. Da ist die gleiche API nochmal komplett dupliziert, aber irgendwie in schöner und schneller besser weiter. Ne? Da kann man jetzt auch sagen, öffne mir bitte eine Datei und liefere mir einen String zurück, der da drin ist. Und das geht in einem Kommando und nicht mit BufferedStringWriter und InputStreamReader und diesem ganzen Scheiß. Das haben sie wirklich nochmal verbessert. Hat nur irgendwie keiner mitgekriegt, weil die alte API immer noch funktioniert und da stehen auch keine Deprecation dran. Aber tatsächlich gibt es inzwischen eine viel schönere API dafür. Die nur eingeschränkt kompatibel zueinander sind. Also du kannst das nicht irgendwie ohne weiteres miteinander mischen, diese Operation. Es gibt es bei Collections eigentlich auch. Da gibt es alte Collections und neue Collections, die unterschiedlich gut funktionieren und all solche Dinge mehr. Okay, das ist ein Riesenproblem, wenn sich Bibliotheken weiterentwickeln und dann die API gerne verändern wollen. Du musst aber diese Abwärtskompatibilität behalten. Und das ist ein ungelöstes Problem unserer Zeit. An dieser Stelle noch. Okay. Der nächste Punkt, Plugins. Plugins sind nicht
wirklichen Design-Pattern in dem Gamma-Buch. Ne? Also wir verlassen jetzt gerade das Gamma-Buch, aber es gehört jetzt einfach thematisch inhaltlich hierhin. Ein Plug-in-Mechanismus bedeutet, ich habe eigentlich nicht nur eine Bibliothek zur Verfügung gestellt, wie die Files.io oder STMlib, sondern ich habe ein Framework zur Verfügung gestellt. Ein Framework unterscheidet sich im Großen und Ganzen von der Bibliothek dadurch, dass es noch Klassen gibt, die Main-Methoden haben. Das ist also eigentlich schon selbstständig laufende Programme sind, denen ich nur Dinge hinzutun möchte. STMlib ist kein eigenständig laufendes Programm, sondern das generiert hier nur irgendwelche Dinge. Du rufst das nur auf im Rahmen aus deinem kleinen Code raus. Aber Eclipse zum Beispiel ist ein eigenständiges Programm, das für sich alleine hochfährt, ein Graphical User Interface aufmacht und dir schon mal Grundfunktionalität anbietet, das aber Erweiterungsbausteine hat. Zusätzliche Dinge, die man auch noch mit Eclipse machen kann. Und diese Erweiterungsbausteine werden nachträglich dem Framework hinzugefügt. Dafür werden Template-Methoden verwendet, dafür werden Strategy-Pattern verwendet, Chain of Responsibility verwendet und alles, was wir so kennen. Aber es gibt so einen speziellen Mechanismus bei Plugins und den wollen wir kurz besprechen. Wir haben den früher auch oft Toaster-Modelle genannt, da muss man es aber 3D-mäßig hinmalen, das kriege ich nicht so gut hin. Deswegen male ich das jetzt mal so. Das hier ist mein Framework. Das hat viele, viele Klassen, die in Packages organisiert sind und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt hier so als U gemalt, weil diese Klassen bei einer Bibliothek wie STMlib liegen die Klassen typischerweise auf einem bestimmten Layer meiner Architektur. Das ist eben Business-Logik oder Modellanteil. Also von der Standardarchitektur für interaktive Systeme ist es im Wesentlichen dieser innere Kasten mit meinem Business-Modell, mit meinem Objektdatenmodell. Das wird mit STMlib behandelt und nichts anderes. Ein Framework wie Eclipse hat eben Graphical User Interface, Logik, Persistency, Filesystem, Layer. Und das heißt, das arbeitet eigentlich übergreifend auf mehreren Schichten meiner Architektur oder in mehreren Komponenten meiner Architektur. Das heißt, eigentlich ist dieses Framework hier auch nochmal unterteilt in verschiedene Teilbereiche, die unterschiedliche Aufgaben haben. So, in so ein Framework kann ich jetzt, das könnten wir vielleicht doch mal heute mit einer anderen Farbe machen, dann nehmen wir doch mal ausnahmsweise blau, grün meine ich, zack, kann ich jetzt ein sogenanntes Plugin einpluggen. Und zwar irgendwie das, MyPlugin nenne ich das jetzt mal. MyPlugin, das heißt, ich erweitere jetzt eigentlich die Framework-Funktionalität um zusätzliche spezielle Sachen. Tatsächlich ist in Eclipse das komplette Handling von Java-Projekten, dass es da einen Java-Compiler gibt, einen speziellen Editor mit Einrückung für Java, Syntax-Checking für Java und solche Dinge, ist ein Plugin zu dem Standard-Eclipse-Framework, was eigentlich nur ein Graphical User Interface zur Verfügung stellt. Und es gibt weitere Plugins für andere Sprachen, für XML, für Gradle, für Git, für you name it. Alle möglichen Werkzeuge und Dinge und Funktionalitäten, die man während der Softwareentwicklung verwendet, haben immer ein Plugin und das gibt eben, die kann man eben noch zusätzlich in dieses Eclipse-Framework reinstecken. Für diese Plugins gibt es einen internationalen Standard, wie das gebaut werden soll. Der nennt sich OSGI. Das hätten wir jetzt besser wieder in blau gemalt. Open Systems General Interface, keine Ahnung, wofür OSGI steht. Kriegt das mal einer raus, bitte. Im Wesentlichen, was die festgelegt haben, ist, wir müssen jetzt irgendwie das Zusammenspiel zwischen Plugin und Framework organisieren, damit das gut funktioniert.
im Großen. Es kommen noch zwei andere Sachen dazu, aber fangen wir mal mit dem Zusammenspiel an. Das funktioniert im Großen und Ganzen so, dass unser Eclipse zum Beispiel irgendwo, wo es installiert ist, in dem Verzeichnis Eclipse, irgendwo slash ein Unterverzeichnis Plugins hat. Und da drinne gibt es dann ein my-plugin.jar und ein java.jar und ein was weiß ich nicht, java-plugin.jar und tausende andere Plugins. Und wenn Eclipse hochfährt, geht es in dieses Plugin-Verzeichnis rein, guckt sich diese ganzen Jar-Dateien alle an, öffnet die im Wesentlichen und holt sich aus jeder von diesen Jar-Dateien eine Datei, die heißt irgendwie Manifest. .mf heißt die, glaube ich. Rein. Eine Manifest-Datei. Hat jemand schon mal eine Manifest-Datei gesehen? Wollen wir uns mal eine angucken. Ein Königreich für einen Eclipse. Hier ist ein Eclipse. Geh du doch mal weg. Ja, wunderbar. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... STMLib hat eine Manifest-Datei. Natürlich. Die ist hier in dem Ordner Metainf. Da gibt es eine Manifest-Datei, Manifest-MF. Für die hat tatsächlich Eclipse einen speziellen Editor. Man kann sich den aber auch einfach nackig angucken. Da stehen dann typischerweise einfach nur irgendwelche Dinge drin. Ja, also zum Beispiel Export-Packages, die werden hier einfach aufgelistet, Komma separiert, Manifest-Version, Bundle-Name, Main-Class, relativ wichtig, solche Dinge mehr, Plugin-Class kann da drin stehen. Die sind nicht sehr fest vorgeschrieben, das ist einfach nur so eine Properties-Datei. Da sind durch Doppelpunkt separiert typischerweise so Tag-Value-Geschichten drin, mit Zeilenende hinten dran, fertig. Ne? beim Export-Package ist jetzt hier irgendwie ein bisschen anders gebaut, aber im Großen und Ganzen so funktionieren die Dinger. Die liest Eclipse am Anfang ein, sucht da drinnen nach einem Eintrag, wo ist meine Plugin-Klasse für dieses Plugin. Also jetzt nehmen wir mal für das XML-Plugin, mit dem ich XML-Dateien hand habe. Und da gibt es eine vordefinierte Architektur. Tatsächlich gibt es hier drin eine Klasse, die heißt Plugin. Mein Ding muss davon erben. My Plugin muss von diesem Interface hier erben. Na? Und diese Klasse hat eine Methode init. Das ist es im Wesentlichen eigentlich schon. Also was Eclipse tut, es durchsucht seinen Plugin-Ordner, findet da drinnen Jar-Dateien, öffnet die, liest die Manifest-Datei, guckt da drinnen, ob da irgendein Name, wie heißt für dieses Jar die Plugin-Datei. Instanziert diese Plugin-Datei, also macht irgendwie so ein Class for Name davon, lohnt sich das, macht irgendwie ein New Instance von dieser Klasse, und ruft auf diesem Plugin-Objekt, das es sich gebaut hat, bei uns jetzt dieses My-Plugin-Objekt, ein Init auf. Ne? Also es gibt hier irgendwo ein Eclipse-Objekt, Eclipse 1, das ist das Eclipse, das gerade läuft. Und dann gibt es irgendwo hier dieses My-Plugin-Objekt. Das habe ich mir gerade gebaut, indem ich diese Jar-Datei geöffnet habe. Und auf dem rufe ich jetzt Init auf. Typischerweise parameterlos, heißt einfach nur init. Und dieses init von myPlugin kann jetzt hingehen und sagen, oh, gut, dass du Bescheid sagst. Ich trage mich jetzt bei dir Plugin an diversen Stellen ein für bestimmte Dinge. Also vielleicht gibt es im Graphical User Interface eine Chain of Responsibility für Buttons, die jetzt bitte gerufen werden sollen. Vielleicht gibt es im Graphical User Interface, bei Eclipse gibt es diese komischen Views. Na, ich kann jetzt hier irgendwie sagen, Gradle hat schöne Views. Hallo?
Ne? Hier gibt es ganz, ganz viele Editors und Views und Commands. Und ich kann jetzt sagen, oh, ich möchte bitte gerne einen Gradle Tasks View haben. Den hatte ich bis jetzt noch nicht. Und jetzt habe ich den hier unten. Ne? Und was ich jetzt machen muss als Plugin, wenn ich so einen View anbieten möchte, ich muss dem Rahmenwerk sagen, du, bei der Menge aller deiner Views, trag doch mal Gradle View da noch ein. Den gibt es jetzt auch noch. Und wenn der Benutzer so einen haben möchte, ruf folgende Methode auf. Oder mach eine Instanz von dieser Klasse und ruf das auf. Und das hinterlege ich in irgendwelchen Konfigurationstabellen von Eclipse. Und das ist das, was die Init-Methode macht. Das trägt in ganz, ganz vielen Tabellen von diesem Eclipse-Rahmenwerk ein. Oh, ich habe hier noch ein View, ich habe hier noch einen Editor für Files mit der Dateiendung so und so. Bitte trag in dieses Pop-up-Menü irgendwelche Dinge ein. Für mach Folgendes. Na, also dieses Gradle kann jetzt zum Beispiel auch, ja, ich glaube hier bei solchen Dateien, die auf Gradle enden, kann da irgendwie was machen. Gibt es so Run-Konfigurationen, das ist irgendwie ein blödes Beispiel. Tatsächlich kann der hier auf den Dingern wenig machen. Auf Projekten als Ganzes, da gibt es extra ein Gradle. Zeig dich, du Feigling. Kein Gradle? Wäh. Weil das kein richtiges Gradle-Projekt ist. Aber der Intergalactic Space Travel, der kann solche Dinge. Hier gibt es einen Gradle-Menüpunkt, den hat im Prinzip mein Gradle-Plugin in dem Eclipse eingetragen. Der hat nämlich gesagt, hey, wenn du auf einem Projekt, das eine Datei hat, die so und so heißt, einen rechten Mausklick machst, dann trag bitte in das Menü, das du konstruierst, dieses spezielle Kommando hier ein. Na? Und dann kann ich jetzt ein Refresh Gradle-Projekt machen, was immer das tut. Okay? Kann sich jeder ungefähr vorstellen, wie das geht. Na, also das Eclipse-Framework benutzt an vielen Stellen so Hooks, Listeners, Visitors, Chain of Responsibilities und dieses Plugin.init trägt sich einfach an 12 Dutzend Stellen in diesem Eclipse-Framework in solche Chains und in solche Hooks und überall ein und eben als Seiteneffekt von, oh, mach mir bitte doch mal ein Pop-up-Menü, sagt dann das Gradle-Plugin, oh, mach jetzt hier nochmal diesen Eintrag dazu. Okay? Und hängen folgende Action dahinter und wenn das dann aufgerufen wird, dann tue diese Dinge. Na? Unser Eclipse-Rahmenwerk, dieses Container da unten, diese Klammer, dieses Flussbett oder was auch immer das da sein soll, der stellt eben ganz, ganz viele solche Dinge zur Verfügung für Graphical User Interface, für File Handling, für mach mir einen View auf, mach mir einen Editor auf und lauter solche verschiedenen Dinge. Und mein spezielles Plugin trägt sich jetzt halt da überall ein und macht da so verschiedene Kram. Okay? Ein bisschen ein Problem ist jetzt noch, die haben definiert, dass dieser Init hier parameterlos ist. Und wenn ich mich jetzt bei dem Eclipse Graphical User Interface Chain of Responsibility anmelden möchte, für Pop-up-Menüs, dann muss ich das Drecksding irgendwie finden. Ich brauche auf das Objekt, was hier irgendwo liegt, irgendwie Chain of Responsibility für Pop-up. Da brauche ich irgendwie einen Zugriff drauf, ne, damit ich mich da eintragen kann. Und das ist tatsächlich noch uselig. Ne? Normalerweise hätte man hier irgendwie das Eclipse-Objekt als Parameter diesem Init mitgeben sollen. Dann hätte man von dem Eclipse-Root-Objekt aus auf diese Teile hin navigieren können. Dann hätte man das Eclipse-Objekt sagen können, oh, sag mal, wo ist denn deine Chain of Responsibility für Pop-Up-Menüs? Und dann kann ich mich da irgendwie dranhängen. Das macht man nicht so gerne. Dann hat man so einen, dieses Eclipse-Root-Objekt wird dazu so ein Gott-Objekt. Das kriegt Zugriff auf alle Systemteile meines Plugins, meines Rahmenwerks, weil ich von dem Root-Objekt aus dahin navigieren können will oder muss. Und das ist irgendwie doof. Das weiß nicht so genau.
Man hätte sagen können, ah, dann mach aus diesen Systembeschreibungsteilen doch irgendwie eine Composite-Struktur und lauf mit einem Visitor drüber und such per Name danach. Das könnte man schon auch tun. Das ist ein Mechanismus, aber die OSGI-Leute haben gesagt, nö, init kriegt keinen Parameter. Fertig. Der soll sich irgendwie das Ding anders besorgen. Und was man dann noch machen kann, ist ein Singleton. Und dann machen wir das jetzt auch gerade. Singleton ist jetzt tatsächlich wieder ein Standard-Design-Pattern vom Gamma. Und es geht um das Problem, manchmal braucht man eine globale Variable. Na? Und ja, wer initialisiert diese globale Variable? Wer darf darauf zugreifen? Und solche Dinge mehr. Und wo tue ich die hin? Na, das könnte ein Static-Attribut in irgendeiner Klasse sein. Ja, nur kann man schon machen. Also, das Singleton-Pattern funktioniert jetzt im Wesentlichen so, dass ich, da nehmen wir doch diese Chain of Responsibility Pop-up, Chain of Responsibility Klasse. Die definiere ich als Singleton. Das schreibt man in UML mit so doppelten spitzen Klammern hin, mit diesen französischen Anführungszeichen. Und das bedeutet automatisch, dass es in dieser Klasse Class Pop-up Chain of Responsibility muss, glaube ich, gar nicht von irgendwie großartig viel erben. Den Namen muss ich nachher tatsächlich wissen. Die ist natürlich public, eh klar. Die hat eine private static Variable vom Typ private static, wo sich genauso einen Pop-up-CR-Ding merken könnte. Und das heißt typischerweise the instance. Und wird mit null initialisiert. Also ich mache mir eine Variable, wo ich will nachher genau ein Objekt haben für diese Chain of Responsibility. Ich mache mir eine statische Variable in dieser Klasse, Pop-up Chain of Responsibility, nenne die the instance, hat der Gamma so beschlossen, und initialisiere sie zu null. Dann mache ich mir eine Public-Methode, um lesend drauf zuzugreifen. Die liefert eben genau dieses Pop-up-Ding zurück. Die heißt, wegen dem Pattern internationaler Standard, einfach nur get und ist parameterlos. Und die ist implementiert, dass die im Wesentlichen guckt, ist das Ding schon initialisiert oder nicht. Man macht so eine lazy Initialisierung. Der Grund dafür ist, man könnte das auch statisch initialisieren, also den Konstruktor direkt hier hinschreiben. Macht diesen Konstruktionsprozess nicht so kompliziert. Diese statischen Initialisierungen werden vom Class-Loader ausgeführt. Und wenn da irgendeine Exception fliegt oder irgendwas schief geht, dann kriegt ihr einen Stack-Trace, der irgendwie 100 Seiten lang ist und wo ihr ums Verrecken euch fragt, warum zur Hölle führt er das jetzt eigentlich gerade aus? Und das macht er halt, während der Class-Loader gerade Dinge, Klassen lädt. Und das ist eine sehr sensible Phase. Und das ist viel schöner, wenn man das später macht. Irgendwann mal. Erst die Klasse laden und danach solche Initialisierungen ausführen. Aber wenn man das in zwei Schritte voneinander entkoppelt, dann ist dieses Class-Loaden nicht mehr so kompliziert. Dann kann man auch mal vier Klassen laden und dann können die sich beim Initialisieren gegenseitig verwenden. Wenn ich so einen Zyklus in dieser Verwendung habe bei den Static Initializers, dann macht der Classloader ganz komplizierte Dinge und ich möchte gar nicht wissen, ob er das rauskriegt oder nicht und da passieren böse Sachen. Und es gilt das alte Gesetz, macht eure Konstruktoren und Initialisierer nicht so kompliziert, sondern macht eine extra Methode, die das tut. Na? Und deswegen machen wir hier so eine Lazy-Dung und dann machen wir if the instance gleich null.
V-Instance wird zu new und jetzt wird es tatsächlich erzeugt, das Ding. Pop up Chain of Responsibility. Wunderhübsch. Die muss ich jetzt vielleicht auch noch kompliziert initialisieren. Keine Ahnung, wie das jetzt am geschicktesten geht. Oder die anderen tragen sich da ein. Und dahinter mache ich ein Return Z-Instance. So, das heißt, ich habe jetzt im Großen und Ganzen eine lazy Initialisierung gemacht. Beim ersten Get-Aufruf wird das Ding erzeugt. Jeder weitere Get-Aufruf liefert mir das Ding zurück und fertig. Menschen, die an Sichtbarkeiten glauben, würden jetzt den normalen Konstruktor dieser Klasse Pop-Up Chain of Responsibility noch private machen. Einen parameterlosen Konstruktor braucht man normalerweise nicht angeben. Wenn man das doch tut und macht ihn private, dann kann den keiner mehr aufrufen. Das heißt, du kannst dann außerhalb dieser Klasse nicht mehr New Pop-Up CR schreiben. Das geht nicht mehr. Ja, hier in der Klasse, da geht es, weil ich auf private Dinge zugreifen kann. Außerhalb der Klasse darf ich das nicht tun. Wenn ich new hinschreibe, greife ich auf den Konstruktor zu. Wenn der private ist, darf ich das nicht. Das ist so ein Java-Trick. Nein, weiß ich gar nicht, ob der in allen Programmiersprachen geht. Wie soll ich das jetzt mal formulieren? Wenn ich das will, kriege ich das trotzdem hin. Na, und dann mache ich das Ding mit Java lang Reflect und sage New Instance. Und dann sagt der unter Umständen, nur, das darfst du aber nicht wegen Visibility. Dann sage ich Switch off Security und schon darf ich es. Na, und dann sagt der aber, oh, du bist aber in einem Browser, da darfst du das aber nicht einfach so wegen der Sicherheit. Dann strenge ich mich mehr an. Na? Das ist aber nicht wirklich unmöglich, tatsächlich das zu tun. Also ich kann auch stumpf in mir die Class besorgen und die mit umbauen. Einen neuen Konstruktor reinbauen oder die Visibility von dem Konstruktor stumpf ändern. Ne, das sind auch schreibbare Strukturen. Das könnte sein, dass da irgendwelche Security-Mechanismen, also die haben sich schon bemüht, das Wasser dicht zu machen, aber naja, okay, oder ich ändere einfach den Quelltext und kompiliere den Scheiß neu. Ne, also GitHub Clone, gib ihm. Na, was soll der Quatsch? Also glaubt nicht, dass irgendein Private irgendwelche Menschen von irgendwas abhalten würde. Wenn die das machen wollen, dann kriegen die das trotzdem hin. Ne? Okay. Aber eigentlich gehört das zu dem Pattern noch dazu. Und was man im Prinzip jetzt hinbekommen hat, dass man in dieser Klasse Pop-Up Chain of Responsibility verkapselt hat, dass es davon wirklich nur eine Instanz geben kann, dass die lazy initialisiert wird, und dass ich von überall her drauf zugreifen kann. Das heißt, in meinem Plugin hier oben, da kann ich jetzt in jedem Stelle, wo ich Lust habe, hinschreiben, ah ja, in meiner Init-Methode zum Beispiel, ah ja, hier pop-up cr.get.add this oder so. Ne, dann trage ich mich in diese Chain of Responsibility ein und habe das damit im Prinzip hingekriegt. Okay? Kann sich jeder vorstellen, wie man das macht? So. Singletons, jetzt brauchen wir eine andere Farbe, sind böse. Na? Tut das nie. Tatsächlich sagt der Gamma, das ist das einzige Pattern, das er bereut, dass er das erfunden hat oder dass sie das gefunden haben. Jein. Was gibt es damit für Probleme? Also diese Singletons sind sehr verführerisch, weil am Anfang lösen die dieses Problem, dass diese Init-Methode hat, wie finde ich jetzt diese Dreckstelle, wo ich mich reinklinken soll. Na, jetzt habe ich das verfügbar bekommen. Ich kann da jetzt drauf zugreifen und tatsächlich habe ich gar nicht großartig viel andere Möglichkeiten, wenn mir keiner einen Parameter mitgibt. Also als diese OSGI-Leute beschlossen haben, dass die Init-Methode keinen Parameter kriegt, haben sie mich quasi gezwungen, Singletons zu verwenden. Na, ich fürchte, der Gamma war da nicht unbeteiligt.
Da komme ich da gar nicht drum rum. Aber tatsächlich war das schon der Fehler. Die hätten dieser Init-Methode einen Parameter mitgeben sollen von irgendeinem Root-Objekt oder von mir aus von einer Hash-Tabelle mit vielen Root-Objekten oder von sonst irgendwie was, aber nicht so. Nicht mit ohne Parameter. Diese Singletons funktionieren die ersten 3 Monate in eurem Projekt wie Sau. Super toll. Und irgendwann stellt ihr fest, scheiße, jetzt brauche ich 2 davon. Das passiert zum Beispiel, wenn ihr plötzlich Dinge parallelisieren wollt, macht Multiple Threads auf. Und dann wollen mehrere Threads auf diese Chain of Responsibility zugreifen. Und dann sagst du dann irgendwie, jetzt muss ich das Ding Thread Safe machen. Aber was für ein Driss will ich eigentlich gar nicht. Wäre es nicht schön, wenn ich 2 davon hätte? Und jeder Thread kann die für sich alleine befüllen und dann irgendwann am Schluss merge ich die. Ne? Also wenn ich dieses Plugin-Laden parallel machen wollen würde, parallelisieren wollte, dann hätte ich irgendwie 10 verschiedene Plugins, die werden gleichzeitig von 10 Threads geladen. Jeder erzeugt seine eigene Chain of Responsibility und nachher merge ich die einfach nur noch. Ne, das ist eine Sache, die könnte ich tun. Okay, the Chain of Responsibility greife ich nicht so viel drauf zu. In Fujaba, das war das Projekt vor SDM-Lib, da hatten wir einen Singleton für das Current Project. Na, da konnte man immer auf das aktuelle Projekt, für das man Klassendiagramme und Storydiagramme gemalt hat, das man speichern und laden konnte, da hatten wir einen Singleton gemacht. Dann haben wir uns mit Eclipse integriert und Eclipse findet das eine scheiße Idee, wenn du nur ein Projekt aufhaben kannst. Du sagst, du hast in verschiedenen Eclipsen oder in Eclipse Dateibäume und da kannst du Projektdateien drin haben und die kannst du natürlich alle gleichzeitig öffnen. Das ging in Fujaba nicht, weil das ein Singleton war. Und dann haben wir 3 Monate mit uns gehadert und die Schlechtigkeit dieser Welt beklagt und die Dummheit unserer Vorfahren, die waren wir aber leider selber, also der frühen Entwickler. Und dann haben wir gesagt, okay, müssen wir jetzt ändern. Und dann haben wir jeder Drecksklasse in diesem scheiß Fujaba-Projekt, ich weiß nicht, wie viele 100 das waren, und jeder Drecksmethode einen Current Project Parameter verpasst und den vom Erzeugen und Öffnen der Datei bis zum letzten Draw irgendwie XY ständig mit durchgereicht. Wir haben einfach nur The Current Project jeder Methode als Parameter mitgegeben, die es vielleicht wissen wollte oder auch nicht. Und haben das Ding ständig durch die Gegend gereicht, weil anders kriegst du es schier nicht hin. Und am Schluss fanden wir das eine super Sache. Nachdem wir das dann gemacht haben, konnten wir plötzlich viele Projekte machen. Hey, wie cool ist das denn? Super damit arbeiten und Sachen parallelisieren, gleichzeitig mehrere Fenster aufhaben, dazwischen hin und her kopieren. Eigentlich war es eine gute Idee. Hätten wir viel früher machen sollen. Und wir waren dann sehr, sehr glücklich mit dieser Änderung, aber das hat uns echt Zahnschmerzen gekostet. Die gute Nachricht ist, wenn ihr jetzt doch mal mit einem Singleton anfangt und irgendwann merkt ihr, damit komme ich nicht mehr aus, dann ist euer Projekt einigermaßen erfolgreich. Ne, dann seid ihr, ist eure Applikation, euer Ding, was ihr da gerade baut, eure Anwendung so groß gewachsen, dass man plötzlich an einer Stelle, wo man es nicht erwartet hätte, mit mehreren Sachen gleichzeitig umgehen können möchte, was eigentlich nur bedeutet, euer System ist erfolgreich am Markt. Und ihr seid inzwischen genügend Entwickler und ihr verdient genügend Geld und dann könnte so ein Umbau auch mal reißen. Na, also typischerweise ist es so, dass man am Anfang des Projekts irgendwo ein Singleton reinmacht und irgendwann so nach 5 Jahren baut man das Scheißding raus und flucht ein bisschen rum, aber es ist eigentlich in ein paar Tagen gemacht oder ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder mit machbarem Aufwand. Na, das ist jetzt nicht so, dass das dein Projekt killt. Und ja, du fluchst, darüber hätte ich das doch lieber gleich richtig gemacht, aber es hat dir am Anfang auch geholfen, weil es eben schnell und dirty war. Du konntest schnell Dinge tun. Na und, ja, weiß nicht so genau. Kann sein, dass ein Singleton böse ist, kann auch sein, dass es gut ist. Es gibt eine Variante davon, das nennt sich das Multiton. Das ist dann einfach eine Hash-Tabelle, die in so einem Singleton drin ist, wo ich dann über einen Namen auf irgendwelche Dinge zugreifen kann. Na? Das löst das Problem so ein bisschen, aber nicht wirklich. Eigentlich, wenn du es zu Ende denkst, ist das das gleiche Problem wie vorher. Wenn du jetzt plötzlich parallel viele Projekte in Fujaba öffnen könntest, dann musst du den Projektnamen
als Key in dieser Tabelle verwenden, um dann auf das Projekt spezifisch irgendwie auf das zugreifen zu können, auf dieses Wurzelobjekt. Dann ändert irgendeiner diesen Projektnamen, so ein Drecksack, da musst du in dieser Hash-Tabelle Updates machen, das ist alles nur ein Driss. Und irgendwann sagst du dir, ach komm, jetzt reiche ich das Ding durch und fertig. Ne? Und der Projektname ist halt eben als Unique Key, das ist auch relativ schwierig, die ganze Nummer. Okay. Plugins, wir sind noch nicht fertig. Plugins haben noch ein weiteres Problem. Erstmal, was macht OSGI? Wenn euch das mal irgendwann begegnet, das ist nur ein Standard, der definiert, dass ich eine JAR-Datei habe, da drin ist eine Manifest-Datei, da drin steht, wie die Plugin-Datei heißt, dass ich von dieser Basisklasse Plugin, die ist international standardisiert, erbe, dass ich eine Init-Methode habe, mit der ich mich anschließend in mein Rahmenwerk eintragen kann, an diversen Stellen. Das ist prinzipiell OSGI. Es kommt noch ein Detail hinzu. Importumkehrung brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, haben wir schon gemacht. Es kommt noch ein Detail hinzu, und das ist das Classloader-Desaster, nenne ich das jetzt mal so. Jetzt brauchen wir doch mal so einen Toaster. Wie kriege ich den jetzt gemalt? Ta. Okay. Ah, das Ding ist dreidimensional und zwar natürlich in diese Richtung. Wunderhübsch. Ja. Okay, und das bedeutet, dass ich hier eine Linie habe, die auch nach hinten geht, bis da hinten weg, ne? Und hier auch. Ich gucke auf eine Oberfläche, da sind zwei Schlitze drin, die sind tief, ne? Also ich könnte jetzt die Wand hier noch irgendwie schraffieren, ist aber zu kompliziert. Und was ich jetzt noch mache ist, machen wir es jetzt wieder blau. Jetzt mache ich mir so einen Plugin-Knopf, den ich da reinüten möchte. Das ist so ein dreidimensionaler Üd. Und der hat halt hier noch so. Und wenn ich zeichnen könnte, wäre mein Leben viel einfacher. Irgendwie so, irgendwie dieses dünne Ding, was hier reinkommt. Und das heißt, wenn ich ihn jetzt hier drauf plugge, dann habe ich im Prinzip hier so einen großen Stecker über mein Plugin getan. Der steht so ein bisschen rauf und der steckt hier drinne in diesem Slot. Und den Slot sehe ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt den Stecker da oben drüber habe. Ne? So. Irgend so ein Ding, das schiebe ich da rein in dieses Loch. Das Wichtige ist, dass ich in ein so ein Rahmenwerk mehr als ein Plugin reinstecken kann, eben viele, viele. Und wir haben das Ding früher gemalt mit den Schlitzen oben drauf. Und dann war das so ein Toaster, da konntest du so Toastdinger reinstecken. Na, und dann hattest du zwei Schlitze nebeneinander, da konntest du zwei Plugins reinstecken oder noch mehr. Der hieß auch mal irgendwann ECMA Toaster European. Gab es einen anderen Standard dafür. Der wichtige Punkt ist, ich habe jetzt zwei Plugins, die ich Plugin 1 und Plugin A, die habe ich in mein Rahmenwerk reingehängt. Na, die haben sich an allen möglichen Stellen eingetragen und was weiß ich, was nicht noch alles. Jetzt benutzen diese beiden Plugins ihrerseits irgendwelche Bibliotheken. Na, wie wäre es mit Apache Commons? Es gibt eigentlich kein Java-Projekt, das kein Apache Commons als Bibliothek nicht verwendet. Kennt das jemand? Noch relativ wenige. Da sind so Dinger drinne, irgendwie für HTML-Encoding von Strings, dafür wird es wahnsinnig häufig verwendet und so kleine Utility-Dinge, die du für tausend Sachen verwenden kannst, für String, damit man diese Prozent 20 für so ein Leerzeichen kriegt, irgendwie HTML-Encode, Decode, das ist das, was ich am meisten kenne. Ne? Also nehmen wir doch mal an, dass der hier HTML-Decode verwendet. Und zwar Apache Commons ist die Bibliothek dafür.
In der Version 3.11. Dotjar. Okay. So, das Plugin 1 ist irgendwie ein bisschen später entwickelt worden und benutzt exakt die gleiche Klasse, HTML Decode, aber Apache Commons Version 6.4. Dotjar. Und unglücklicherweise sind die Schnittstellen geändert worden. Die haben in der Version 3 irgendeine Methode deprecated. In 4 und 5 haben sie sie noch drin gelassen. In Version 6 haben sie sie rausgeschmissen. Das heißt, hier gab es noch eine Methode M42 und hier gibt es die nicht mehr. Oder die hat jetzt einen Parameter mehr oder whatever. Das heißt, sie sind inkompatibel, diese beiden Klassen. So, jetzt will ich in meinem Eclipse-Rahmenwerk diese beiden Plugins hochfahren. Welche Apache Commons HTML-Decoder-Klasse lade ich denn jetzt dazu? In meine Java Virtual Machine. Ne, einer von diesen beiden Plugins ist jetzt unglücklich. Dieses Problem kennt man unter Windows als DLL Hell. Kennt das einer? Weiß einer, was eine DLL ist? Eine Dynamic Link Libraries, das ist unter Windows ein Mechanismus, mit dem man Bibliotheken laden kann. Und jetzt müssen wir, oh shit, ich brauche ein Königreich für eine leere Folie, laden. Programm laden, das ist in C++ und in Java stark unterschiedlich. Das Grundproblem ist im Wesentlichen das gleiche. Ein kleines C-Programm, was man so von der Konsole aufruft, wie LS, PWD, you name it. Das sind ganz, ganz viele kleine Programme, die haben vielleicht irgendwie 1000 Zeilen Code und haben aber die libgc noch mit dran. Das sind ungefähr 100.000 Zeilen Code. Das gibt diese Basis-C-Laufzeitbibliothek und es gibt eben dann den Code, der für deine Anwendung spezifisch ist. Und manchmal ist diese Laufzeitbibliothek 10-mal oder 100-mal so groß wie dein eigenes kleines Programm. Wenn jetzt in deinem Rechner 5 oder 6 oder 10 Programme gleichzeitig ausgeführt werden und jedes von denen hat seine eigene Instanz der libgc, dann braucht das wahnsinnig viel Hauptspeicher. Na, und Hauptspeicher war knapp nach dem Krieg. Dann hat man gesagt, wäre es nicht viel cooler, wenn wir das Programm WordCount und das Programm LS in unseren Hauptspeicher laden, den Binärcode davon, und diese libgc nur einmal. Und die benutzen die einfach gemeinsam. Na? Und da haben die gesagt, so, statische Variablen, oh Gott, wenn jetzt das WordCount-Programm auf eine statische Variable von libgc schreibt und das LS liest das, dann plötzlich schreiben die im gleichen Hauptspeicher rum, obwohl die doch voneinander getrennt sein müssen. Das könnt ihr nicht tun, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben die gesagt, hey, kein Thema. Wir trennen tatsächlich den Codeanteil und den Datenanteil und machen für jeden einen persönlichen Satz statische Variablen, aber nur gemeinsam einmal. Also das ist jetzt hier libgc static 1 und das hier ist libgc static 2. Ne? Das trennt man nochmal voneinander. Deswegen muss euer Compiler ganz genau sagen, das ist irgendwie statische Variablen. Da gibt es ein eigenes Segment im Hauptspeicher, wo die gelagert werden. Und das hier ist nur Code und der Code ist schreibgeschützt, da kann nichts passieren. Und auf diesen statischen Variablen, da darf man gemeinsam rumschreiben. Na? Und das ist tatsächlich einfach segmentiert worden, der Hauptspeicher, in Heap, in Stack, in Static Variables und in Codesegment. Okay? Und fertig. Damit hat man das hingekriegt. Jetzt habe ich diese libgc nur einmal und alles ist gut. Und das heißt,
unter Unix halt anders, dieser Mechanismus, als unter Windows. Unter Windows heißen diese Dateien hier, die diesen Code enthalten, .dll für Dynamic Link Libraries. Und das sind Bibliotheken, die verschiedenen, deren Code von verschiedenen Programmen gleichzeitig verwendet werden kann und der nur einmal in den Hauptspeicher geladen werden muss. Und das spart Platz wie Hölle. Ne? Schön. Und dann gab es das Problem mit den verschiedenen Versionen. Ne? Jetzt habe ich von den Dingern hier zwei. Die libgcdll .version 1 und die libgcdll Version 42. Und jetzt habe ich ein Problem. In den frühen Windows-Versionen war das so 3.1 bis, glaube ich, Windows 7 hatte das Problem noch. Boah. Wo sind wir denn eigentlich gerade? 8, ne? Was war vor 8? War 6. Oder XP war relativ lange. Was war denn nach XP? Ach Gott, ich habe es vergessen. 7 und jetzt haben wir 8, ne? 10 habe ich noch nicht wahrgenommen. Ich bin noch bei 8. Genau, und die geraden waren die guten Versionen, ne? Irgendwie so war das doch, ne? Deswegen ist keine... Gibt es eine Windows-Version 9? Nee, ne? Haben Sie jetzt auch schon gemerkt, dass die eh keiner haben will, ne? Ja. Okay. Ich meine, mindestens bei XP war es noch so, dass du eben, wenn du dein Programm kompiliert hast, gesagt hast, ich möchte die libgc dabei haben. Und da konntest du nicht angeben, in der Version so und so. Und dann warst du erstmal gekniffen. Na? Und dann musstest du die libgc.dll, das war der Name, der stand in deinem Code drin, wenn du das Programm startest, finde bitte die libgc.dll. Version weiß ich nicht. Die du in deinem Verzeichnis, DLL-Verzeichnis hast. Da gibt es ein spezielles Verzeichnis, da guckst du rein. Und dann hast du ein neues Programm installiert, das hat seine neue Version von der libgc mitgebracht, hat die alte Version überschrieben, das alte Programm lief nicht mehr. Dann musstest du das alte Programm wieder installieren, dann lief das neue nicht mehr. Und das nannte man die DLL-Hell, weil du keine Chance hattest, in diesem DLL-Verzeichnis die DLL-Dateien so einzutragen, dass alle Programme liefen. Na? Da haben die OSGI-Leute gesagt, ja, das ist ja böse, das müssen wir besser machen. Ich brauche nochmal so ein leeres Blatt, Mist. Und dann hat man hin und überlegt, wie können wir das denn besser machen? Und wundervoll. Wie können wir das denn besser machen? Und hat gesagt, wir brauchen Versionsnummern dafür. Na? Und jetzt kann ich tatsächlich, wenn ich so ein Plugin schreibe, in meiner Manifest-Datei nicht nur angeben, das ist meine Plugin-Init-Klasse, sondern auch noch Dependencies zu anderen Plugins. Und sagen, ich hätte jetzt außerdem gerne Apache Commons Version 6.11. Und dann guckt dieser Lademechanismus tatsächlich nach, okay, Apache Commons Version 11 oder 1 oder 12, das ist nahe genug an Version 11, die kannst du nehmen, du kannst auch Nummernbereiche angeben, irgendwie 6.4 bis 6.14 wären okay für mich, 6.15 möchte ich nicht mehr. Und dann findet der das für dich in dieser Menge aller fröhlichen JAR-Dateien, das die JAR-Datei, die für dich am besten ist. Und da können eben zwei verschiedene Plugins unterschiedliche Dinge angeben. Das ist ein mittelgroßer Schritt nach vorne. Und das ist eben Teil dieses OSGI-Standards, dass der definiert, wie diese Dependencies aufgelöst werden zu Bibliotheken, die meine Plugins verwenden. Und dass verschiedene Plugins von dieser Lib Apache Commons, eben auch verschiedene Versionen benutzen können, die inkompatibel zueinander sind. Und damit das geht, benutzt Eclipse unterschiedliche Classloader. Und jetzt wird das Ganze böse. Tut das um Gottes Willen niemals in eurem ganzen Leben. Do not fumble with the Classloader. Macht keinen Scheiß mit irgendwelchen Classloadern. Das geht in Java. Du kannst den Standard-Classloader durch einen eigenen ersetzen. Du kannst für verschiedene Teile deines Systems unterschiedliche verwenden. Und Eclipse sagt das, oh, ich fange jetzt an, deinen Plugin zu laden. Dafür gebe ich dir einen neuen Classloader.
Und dieser Classloader verwaltet eben auch die Menge aller Klassen, die er schon kennt. Und wenn er eine nicht findet, dann sucht er in seinem Classpath nach einer neuen, macht das richtige, die richtige JAR-Datei auf und lädt daraus diese HTML-Decode-Methode oder Encode-Klasse oder was auch immer das da war. Und dann passt das. Dann kriegst du die, gegen die du kompiliert hast, und das funktioniert dann auch vernünftig. Das geht so lange gut, wie die verschiedenen HTML-Encode-Klassen sich nicht im Hauptspeicher begegnen. Wenn dein Plugin so ein Ding wie dieses HTML-Encode als Parameter irgendwo hinterlegt, in eine Collection reintut, als Action hinterlegt, ich weiß es nicht ganz genau, und das Rahmenwerk fragt jetzt nach, ist das Instance of HTML-Encode? Dann wird das System sagen, nein, das ist nicht Instance of davon. Weil dieses Instance of funktioniert so, dass das nachguckt, gib mir mal den Pointer auf deine Class. Der fragt das Objekt, getClass, und dann guckt danach, sind das die gleichen oder haben die eine Vererbungshierarchie in meiner Typtabelle. So, der Classloader, den Eclipse benutzt hat, um sich selber hochzufahren, hat auch so einen HTML-Decode-Klasse oder eine Basisklasse davon. Wenn du jetzt in deinem Ding einen anderen Classloader gehabt, dann gibt es die Klasse HTML Encode zweimal in verschiedenen Classloader-Tabellen. Muss es ja auch, die sind ja inkompatibel. Wenn du jetzt eine Instanz davon machst und übergibst die von dem einen Ding in den anderen Bereich rein und der Eclipse-Rahmenwerk fragt dieses Objekt, das dein Plugin gemacht hat, gib mir mal bitte deine Klasse. Und dann kriegt der dann eben diese Encode-Klasse aus deinem Plugin. Und dann fragt er nach, ist das die gleiche, wie ich habe? Und dann sagt das Ding, nein. Das Objekt ist nicht Instance of HTML Encode. Ist es auch eigentlich nicht. Es ist Instanz von einer anderen Variante, Version dieser Klasse. Hat er ja auch irgendwie recht, trotzdem, das macht dich fertig. Wenn du dann debuggst und dann sagst, ey, was hat das Objekt für einen Typ? Wo ist Instance of gleicher Typ? Warum klappt das nicht? Hölle, ne? Und dann bist du echt verloren. Und dann passieren die wildesten Dinge. Weswegen am Schluss eines langen Tages das ganze Ding einfach immer noch ein ungelöstes Problem ist. Also auch in OSGI-Frameworken funktioniert dieses, wir verwenden eine Babis-Bibliothek gemeinsam, nur eingeschränkt. Na? Und tatsächlich, wenn in meinem Rahmenwerk dieses HTML-Encode an irgendeiner Stelle mit Instance of verwendet wird, ja, dann soll doch bitte schön mein Rahmenwerk in seiner Bibliothek mir diese Klasse auch zur Verfügung stellen. Und dann muss ich die aus meinem Rahmenwerk nehmen und nicht aus einer getrennten Bibliothek. Na? Also gemeinsame Bibliotheken müssten eigentlich vom Rahmenwerk bereitgestellt werden, sonst funktioniert der Scheiß nicht. Das ist ein Riesenproblem und eine Riesenaktion. Und tatsächlich ist das Problem mit dem OSGI-Rahmenwerk und dem Dependency-Management, das da drin ist, kleiner geworden, aber es ist noch nicht wirklich weg. Ne? Okay. Wir werden uns mit diesem Bereich weiter beschäftigen, wenn wir über Reviews-Architektur entstehen. Aber jetzt gibt es noch eine Sache, die müssen wir vorher machen. Das sind Daten-Plugins. Wir hatten in der letzten Woche kennengelernt, ich lade irgendwie irgendwelche EMF-Objektstrukturen aus einer Objektdatei und benutze eine Factory, um irgend so einen Objektbaum zu bauen. Nehmen wir doch unser Uni-Composite. Ne? Da habe ich jetzt hier die Uni, dann den Fachbereich 16, Fachbereich 16 und hier das Software Engineering Fachgebiet und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich diesen Objektbaum im Prinzip hier geladen und das ist gar nicht Struktur, sondern Daten. Und so weiter. Und jetzt möchte ich aber zusätzliche Dinge machen. Ich möchte meinen Fachgebieten Räume zuordnen und die Personen in meinen Fachgebieten auch. Na? Und das möchte ich aber gerne über ein Plugin machen. Also ich möchte eine externe Erweiterung machen zu meinem Uni-Composite. Ich habe da so ein Rahmenwerk jetzt gemacht, damit kann ich so Organigramme für eine Uni bauen und jetzt möchte ich so ein Raummanagement-Plugin dazu bauen, kaufen, getrennt haben.
Und dieses Plugin möchte jetzt halt in meiner Composite-Datenstruktur Daten hinterlegen. Nämlich, welche Person wohnt in welchem Raum. Und dafür möchte man auch irgendwie an diesem, da drin ist jetzt, was weiß ich, der Albert. Und dem möchte ich jetzt irgendwie sagen, der Raum ist gleich 1338 habe ich. Ne? Da möchte der bitte drin wohnen. Und ich kann jetzt aber nicht so ohne weiteres dieser Klasse Person ein Attribut Room geben. Da muss ich jetzt irgendwas tun. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie ich das lösen kann. Tatsächlich würde ich heute fast sagen, das Simpelste ist, du benutzt eine externe Hash-Tabelle. Dein Plugin hat einfach eine Hash-Tabelle, der benutzt du Person als Key und dann hast du die Rooms dazu und fertig. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Manchmal möchte man das nicht und ist irgendwie unhandlich mit diesen Hash-Tabellen. Also solche Plugin-übergreifende Kanten kann ich dann irgendwie nicht so vernünftig malen. Das ist irgendwie, fühlt sich das anders an. Ich hätte das gerne erweitert. Ne? Und dann kann man sagen, habe ich doch beim Zündorf gelernt. Ich habe ja diese Abstract Factory von Eclipse. Die patche ich, mache einen Person, Albert Person with Room Klasse, die dieses Room-Attribut hat. Und immer wenn ein Room gefordert, wenn eine Person gefordert ist, mache ich in Wirklichkeit eine Person with Room. Kann sich das jeder vorstellen? Also ich benutze diesen Factory-Mechanismus, wie wir das letzte Woche behandelt haben. Das kann ich tun. Ich glaube, wir hatten es schon so ein bisschen gemerkt, das ist öde. Das ist, was für ein Gewürge. Und, noch schlimmer, ich habe jetzt dieses Room-Plugin. Und dann habe ich noch ein Planstellen-Plugin. Das Planstellen-Plugin möchte einem Fachgebiet mitteilen, du hast so und so viele Landestellen frei, die kannst du besetzen. Und dann wird immer geguckt, ist der Personalbestand, wie viele Leute sind wirklich in dem Fachgebiet und dieser Planstellenbestand, ist das gleich, passt das? Na? Und dann muss ich im Prinzip dem Fachgebiet irgendwie eine Anzahl von Planstellen geben oder die sind auch von unterschiedlicher Qualität. Das heißt, ich hänge da wirklich Objekte hin und sage hier, das ist die Planstelle 1, das ist die Planstelle 2 und der Albert hat die zweite. So würde ich das gerne machen. Und jetzt muss ich aber meiner Person diesen Pointer da geben. Na? Sage ich, kein Problem, ich nehme diese Factory, mache eine Person with Planstelle, Klasse und immer wenn eine Person erzeugt würde, erzeuge ich in Wirklichkeit eine Person mit Planstelle. Na? Und ich habe mir einfach dieses Uni-Management Factory besorgt, da diese E-Instance, da habe ich als Room-Plugin da so Room-Person Factory eingetragen und jetzt trage ich die Planstellen-Factory da ein und die Room-Stellen-Factory geht leider den Bach runter. Ne? Dieser Mechanismus, die Factory zu patchen, funktioniert nicht wirklich gut, wenn mehrere Leute das tun wollen. Was mache ich nur, was mache ich nur? Ich nehme eine Chain of Responsibility. Ne? Da kann ich dann sagen, okay, wenn du das Fachgebiet patchen möchtest und ich die Person matchen möchte, dann kriegen wir das mit einer Chain of Responsibility hin. Wenn wir beide die Person patchen wollen, jeder sagt, ich möchte meinen Spezialtyp für Person da unterbringen, haben wir ein Problem. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich über diese Factory diese beiden Plugins miteinander zu einem Konflikt gebracht, der irgendwie doof ist. Na, das will man eigentlich nicht. Das ist totaler Mist. Das tut es nicht vernünftig. Und deswegen ist die Lösung, die man dafür macht, machen wir mal hier, Datenplugin. Eine andere. Wir hatten in unserer Composite-Struktur diese Klasse Unit, von der haben alle geerbt. Ne? Die hatte viele Subunits. So war es ja ungefähr. Und dann gab es im Prinzip hier diese Klasse Person und Fachgebiet und Fachbereich
und Uni und so weiter und so weiter. Na, so hatten wir das ja gebaut. Findet sich jeder noch zurecht? Und dann gab es diese Klasse Uni, das war die Wurzel davon. Ja? Gut? Okay. Was man jetzt machen kann, ist, man kann jetzt einfach nur sagen, wir machen an eine Unit irgendwelche Extensions dran. Erweiterungsdinge. EX nenne ich die jetzt. Okay. Das ist eine Basisklasse, die hat nichts anderes als Erweiterung, eine Kante rückwärts zu Unit. Und Unit hat viele von denen. Na, typischer war. Also hier ist ein N, für die Rückrichtung weiß ich nicht, würde ich typischerweise eine 1 machen. Okay. Und mein Room-Plugin macht jetzt einfach eine Room-Extension. Die erbt von dieser Basisklasse Extension. Und mein Planstellen-Plugin, der macht einfach eine Plan-Extension. Und erbt auch davon. Und das Wichtige ist, dass es hier ein N steht. Das heißt, ein und dasselbe logische Objekt kann viele mögliche Extensions haben. Na? Und zur Laufzeit sieht das dann halt einfach so aus, dass ich hier den Albert habe. Der ist Subunit von Software Engineering. Und das Software Engineering hat eine Extension für Räume, Rooms, Room Extension. Und da drin ist irgendwie der Room 1 und der Room 1338 drin. Und das hat eine zweite Extension für Planstellen. Und da drinnen merke ich mir die Planstelle 1 und die Planstelle 2. Und so weiter und so weiter. So, und der Albert hat eine Extension. Kante, Entschuldigung. Auch wieder für Room. So eine Room-Extension hier, Room-Ext 1, Plan-Ext. 1 und das hier ist jetzt die Room Extension 2 und da drin steht von mir aus direkt, weiß ich nicht genau, Room 1338, das ist der Raum von Albert. Na, hier kann beliebig viele in meiner Subklasse von Extension beliebig viele Attribute drin sein, wo ich mir spezielle Dinge merken kann, zeige auf Nachbarobjekte, beliebig komplizierte Strukturen in solche Dinge mehr. So, und jetzt kann ich meine Composite-Struktur, diesen Baum, den ich ursprünglich angelegt hatte, erweitern um beliebige Zusatzinformationen. Ich kann an jedes Strukturelement so Plugin-Datenelemente dranhängen, so viele ich möchte, für jedes Plugin seine eigenen. Man macht dieses Extension-Ding manchmal als Hash-Tabelle, als qualifizierte Assoziation. Da kann ich sagen, okay, Albert, gib mir mal deinen Room-Extension. Nicht irgendeine Extension, nicht alle Extensions, sondern die, die für Räume zuständig ist. Man kann auch eine Schleife über alle Extensions machen und dann mit Instance of die richtige rausfiltern. Nicht so gut. Ne? Also mit irgendeinem anderen Mechanismus die richtige rausfiltern. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Das ist nicht mehr kriegsentscheidend. Das Wichtige ist, damit dieser Mechanismus funktioniert, muss mein Rahmenwerk, mein Framework, das ist ja in unserem Fall hier dieser Teil, das ist dieses klassische Uni-Handling-Framework, das hat eben auch schon diese Composite-Struktur drin, das muss mir diesen Extension-Mechanismus bereitstellen. Das heißt, meine Basisklasse für die Datenhaltung muss vorsehen, dass ich irgendwie noch annotieren kann, dass ich da noch Datendinger dranhängen kann. Aber wenn ich das einmal gemacht habe, dann ist es für meine Plugins sehr simpel, eigene Daten noch an die Objekte dranzuhängen, da dran zu dekorieren. Na? Also prinzipiell, jedes Objekt kriegt jetzt noch so eine zusätzliche Hash-Tabelle von Erweiterungssachen und schon ist alles gut.
Ne? Und dann kann jedes Plugin da eigene Dinge dazu tun. Da müssen Sie sich nur darauf einigen, welchen Namen die dafür verwenden. Das werden Sie ja wohl gerade noch hinkriegen. Ne? Und dann passt das schon. Okay, das ist ein Mechanismus, da habe ich mal tatsächlich versucht, das war jetzt von meiner Paderborn ein Papier drüber zu schreiben, das wurde auch akzeptiert. Dann haben wir versucht, das in das Patternbuch reinzubringen, also beim Gamma und Co. anzumelden. Das kannst du vergessen. Für das Design-Pattern haben die Autoren, diese vier, tatsächlich Workshops und Konferenzen veranstaltet, wo man hingehen konnte und konnte denen neue Pattern vorschlagen, die man glaubte erfunden zu haben. Und dann haben die vier anschließend diskutiert, ob das wirklich ein Pattern ist oder nicht. Ein Kollege von mir ist da gewesen, der hat gesagt, du als Autor dieses Patterns darfst dieser Diskussion beiwohnen, du darfst aber nicht mitdiskutieren. Und du darfst auch deinen Ansatz nicht verteidigen. Das heißt, du hörst zu, wie diese vier Leute da vorne sitzen und gleich am Anfang irgendwas falsch verstanden haben und deswegen deine Idee doof finden. Und du darfst aber nicht sagen, ah, das ist ganz anders gemeint. Nein, ne? Sondern du darfst nur zuhören. Hast kein Redeerlaubnis. Und am Schluss schicken sie dich dann weg und sagen, nein, das ist kein Pattern, das ist mit den Pattern, die wir schon haben, abgedeckt. Ne? Ein Stück weit ist das eine Veranstaltung. Wir haben keinen Bock, unser Buch neu zu schreiben, noch ein Kapitel dazu zu machen. Unsere 24 Pattern sind alle, die man braucht, oder unsere 23. Und dein Pattern, geh weg, du stinkst. Ne? Im Wesentlichen so. Das Ganze geht jetzt schon 15 Jahre, glaube ich. Keine Ahnung, wann das erste Design-Pattern-Buch rausgekommen ist. Inzwischen sind die alten Männer müde. Ne? Also die haben jetzt so viele Pattern-Leute abgeschmettert, dass sie jetzt gesagt haben, ah, komm, wir machen eine neue Version von dem Buch und da sind dann halt 2, 3 Pattern mehr drin. Sodass es jetzt tatsächlich neue Pattern gibt. Und ich habe das mal vorbereitet. Jetzt müssen wir mal hier von dem Stift wieder weg zum Pfeil. Dann können wir nämlich hier draufklicken. Konnte nicht gefunden werden. Mist. Ich bin wahrscheinlich offline, ne? Eigentlich würde ich euch die Seite gerne zeigen. Ich habe die auch gestern schon mal geladen gehabt. Aber ich fürchte, sie ist nicht mehr da. Mist. Hey, wir haben Internet. Das heißt, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Hey, sehr gut. Neues Design-Pattern-Buch. Ich glaube, das ist das hier. Das ist ein anderes einfach nur. Von einem anderen Autor. Und man sieht, der hat eigentlich die gleichen Pattern. Abstract Factory, Factory Method. Object Pool ist ein neues Pattern. Aber da bin ich jetzt auch mal der Meinung, dass es kein wirkliches. Wenn man an so Benchmarks teilnimmt, wie am Transformation Tool Contest, das machen wir regelmäßig mit STMLib, dann stellt man fest, dass dieser New-Befehl scheißend teuer ist. Der kostet unglaublich viel Zeit und Geld. Also so ein New-Student zu machen, da sind komplizierte Dinge. Das muss letztendlich im Heap Speicher dafür bereitgestellt werden. Der Garbage Collector kümmert sich anschließend um den ganzen Kram. Das muss initialisiert werden. Das ist mehr oder weniger ganz schön teuer. Na? Und mehr als 1 Million Mal darf man das eh nicht machen, dann fliegt einem der Hauptspeicher um die Ohren, vielleicht 10 Millionen Mal oder 20. Und der Garbage Collector, wenn er die Dinger wieder einsammeln muss, der frisst auch Laufzeit ohne Ende, das ist alles fürchterlich teuer. Und was man machen kann, ist, man kann die Student-Objekte in so einem Old-Students-Pool in so einer Hash-Tabelle, in so einer Tabelle einfach sammeln. Also wenn ich die nicht mehr brauche, weil der Student aus der Uni geflogen ist, dann lösche ich all dem seine Zeiger zu Nachbarn. Aber ich überlasse ihnen nicht den Garbage Collector, sondern nehme im Prinzip diesen Aktenordner, schüttle alles, was da drin ist, raus und stelle mir den Aktenordner in mein Reserveregal. Und wenn dann der nächste Student sich frisch einschreiben möchte, nehme ich diesen alten Aktenordner für den neuen Student. Ja, und dann ändere ich den Namen, die Matrikelnummer und dann geht es weiter. Und dann brauche ich keinen New Student machen, weil ich habe noch ein altes Student-Objekt, das ich jetzt für diese neuen physikalischen Studenten verwende. Kann man machen. Also man macht eigentlich selber eine Freispeicherverwaltung. Anstatt
Objekte, die nicht mehr gebraucht sind, dem Garbage Collector zu übergeben, behält man die und wenn man ein neues Objekt braucht, guckt man nach, habe ich noch so ein recycelbares, so ein Ding, das ich recyceln kann. Und dann kann ich das wiederverwenden. Und das ist tatsächlich effizienter und der Objektpool schwebt genau das vor, dass man das machen kann. Ja, das haben wir früher auch gemacht. Wenn ihr das nicht machen müsst, ist besser. Na, also das ist schon diese Recycling-Dinger-Lager, die verstopfen immer den ganzen Hauptspeicher. So richtig toll ist das eigentlich auch nicht. Also so viel schlechter ist der Garbage Collector jetzt auch nicht. Ne? Also das sind jetzt schon so und manchmal kriegst du die alten Daten nicht richtig aus diesem Objekt geschüttelt und dann gibt es noch irgendwo noch einen Drecksack, der hat da noch irgendwas mit der ID und nicht gut. Structural Design Pattern, Adapter, Composite Decorator, Fassade, Flyweight, Private Class Data ist eine Variante vom Flyweight, ist nicht so dramatisch. Proxy, Chain of Responsibility, Null Objekt. Das hasse ich persönlich, ich finde das total bescheuert. Irgendwelche Menschen ist aufgefallen, dass in Java gelegentlich Null Pointer Exceptions fliegen. Und die fanden, das sollte nicht so sein. Und anstelle, dass wenn ich jetzt irgendwie sage, student.getRoom, und der ist aber gerade in gar keinem Raum, dass der mir jetzt Null zurückliefert, hat den Effekt, dass ich anschließend bei room.getAssignments eine Null-Pointer-Exception kriege. Was die dann sagen, ha, mach doch einen Dummy-Room. Also wenn der Student gerade nicht in einem Raum der Universität ist, lege ich ein Null-Objekt, einen Leerraum ein virtuelles Nowhere, einen Raum, den nennst du Nowhere, und der hat auch keine Assignments und alle Attribute von dem sind irgendwie leer und fertig. Und das Ding gibst du zurück. Das kann auch ruhig immer dasselbe sein. Schreibzugriffe verbieten wir auf dem Ding und dann kannst du das zurückgeben. Und dann kann ich anschließend ein room.getAssignment machen und kriege gar keine Null-Pointer-Exception. Ja, und dann kriege ich eine leere Menge zurück und dann läuft mein Algorithmus durch und ich brauche kein if ungleich 0 irgendwo machen und alles ist gut. No? Und dafür gibt es tatsächlich dieses Null-Objekt-Pattern. Also liefere so ein Dummy-Objekt zurück, das verhindert, dass mein Anwender auf eine Null-Pointer-Exception läuft. In meiner Jugend haben wir sowas Fehlerverschleppung genannt. Na, also irgendwie ist das schiefgegangen. Irgendwer meinte, er könnte mich nach einem Raum fragen, obwohl ich gar keinen habe. Und anstatt jetzt zu sagen, ey du Arsch, ich bin gerade im Schwimmbad, was willst du von mir? Sage ich dann, ja, hier hast du so ein Ding. Ist zwar nicht, wo ich bin, aber da kannst du ja mal mit weiterrechnen. Und dann rechnet der Algorithmus fröhliche Dinge weiter und irgendwann wundert er sich, dass er lauter Studenten hat, die schon im 100. Semester sind, ne, weil irgendwie dieses Austragen nie richtig funktioniert hat. Und solche Dinge mehr. Und die Stelle, wo die Situation nach einer Exception gerufen hat, also wo man eigentlich nicht mehr sinnvoll weitermachen konnte, und die Stelle, wo man es jetzt merkt, ha, als ich den Studenten gefragt habe nach einem Raum, das war keine gute Idee, die sind jetzt beliebig weit auseinander. Na? Und die finde ich auch nicht mehr. Und deswegen sind diese Null-Objekte blöde. Tut das bitte nicht. Okay, was gibt es hier noch? Alle anderen Sachen hatten wir im Prinzip so grob. Also es gibt ein paar neue Pattern, nicht wirklich viele. Plugin könnte man jetzt auch drüber diskutieren, ist das ein Pattern, ja oder nein, kann ich euch nicht so genau sagen. Wir werden uns noch mit Reflections und Annotations in Java, diese Klammer für deprecated Sachen beschäftigen, da sollte man auch kennen, wir werden uns mehr mit Reuses beschäftigen. Jetzt können wir zur Hausaufgabe kommen. Lass uns mal mit diesen Plugin-Geschichten so ein bisschen rumspielen und an diesem Daten-Plugin habe ich selber bearbeitet, deswegen finde ich das so toll, dass ihr damit auch arbeiten müsst. Und die Idee ist, ihr nehmt unser beliebtes Uni-Composite als Rahmenwerk. Na? Und macht dazu Data Extension Plugins. Und wir nehmen jetzt nicht mehr das EMF-basierte Composite, sondern das mit SMLib gebaute Composite. Da
macht ihr diese Erweiterung mit diesem Extension, Data Extension Plugin. Das heißt, eure Unit hat jetzt eben viele Extensions. Ob das eine Hash-Tabelle ist oder nicht. Wenn ihr es mit SDMLib modulieren wollt, ist es eher keine Hash-Tabelle. Ihr könnt in dem Extension-Klasse, in dieser Basisklasse von Extension, ein String-Attribut hinterlegen. Das ist vielleicht am einfachsten. Von wem ist das? Ne, wer, zu welchem Plugin gehöre ich? Und das da drinne. Da dann Fallunterscheidungen drüber machen, wenn ihr wollt. Ne, wie ihr das macht, ist mir gerade. Naja, das sind zumindest, oder macht Instance Off, das tut es auch. So, dann baut ihr bitte ein Plugin, das den Fachgebieten Räume zuordnet und dann durch die Mitarbeiter des Fachgebiets läuft und jeweils zwei davon in den ersten Raum tut, den dritten und vierten in den zweiten Raum, den fünften und sechsten in den dritten Raum und so weiter bis fertig. Wenn ihr nur zwei Räume habt, aber fünf Mitarbeiter, dann bleibt einer eben draußen. Der muss auf dem Gang schlafen. Wenn ihr drei Mitarbeiter habt, habt ihr einen Raum mit zwei Mitarbeitern und einen Raum mit einem Mitarbeiter. Klar. Ne? Baut ein zweites Plugin, das dem Fachgebiet Planstellen zuordnet. Und zwar jedem Fachgebiet erstmal drei Planstellen und dann die Personen des Fachgebiets auf diese Planstellen verteilt, solange bis sie keine Planstellen mehr haben. Und da kann es sein, dass ich mehr Planstellen als Personen habe, dann bleibt eben eine Planstelle unbesetzt. Und kann auch sein, dass ich mehr Personen habe als Planstellen. Dann gibt es eben Personen, die haben keine Planstellen. Fertig. Das sind dann Leute auf Projektstellen. Die ich aber nicht bastle. Wir basteln hier nur Planstellenverwaltung. Okay, dann baut einen Test. Der soll als erstes eben unsere fröhliche Beispiel-Uni zusammenbauen. Ne, mit der Root, irgendwelchen Fachbereichen da drinne, Fachgebiete, da drinne Personen. Ne? Wenn ihr Lust habt mit Instituten, wenn ihr keine Lust habt ohne Institute, macht gerade keinen Unterschied. Dann geht ihr in irgendein Verzeichnis, nennen wir es doch Plugins, eures Projektes. Ah, was ich vergessen habe, wir machen das ja mit Eclipse, wahrscheinlich, oder mit IntelliJ, weiß ich nicht genau. Baut bitte das Rahmenwerk, Mist, und die beiden Plugins in unterschiedlichen Eclipse-Projekten oder in unterschiedlichen EMF-Modulen oder wie auch immer man das nennt. IntelliJ-Modulen meine ich. Mach einen Stift. Gut. Na, der muss ein eigenes Projekt sein. Und die beiden auch. Der Grund ist, ich möchte sicherstellen, dass ich dieses Basis-Rahmenwerksprojekt kompilieren kann, ohne die Plugins zu haben. Okay? Na, ich möchte das Rahmenwerk, diese Unit-Klasse und den ganzen Kram ohne Plugins kompilieren. Ja, das ist ganz schön schwierig. Ich fürchte mal, euer Test braucht ein viertes Projekt. Ach so, pushen? Ihr könnt in dem Git-Verzeichnis prinzipiell Subprojekte anlegen. Wie wollen wir das mit dem Push machen? Ist übertrieben, oder? Ihr kriegt das so hin. Okay. Ihr könnt in einem Eclipse-Projekt mehrere Source-Folder haben. Das wäre, glaube ich, gut. Machen wir das so. Eigene Source-Folder. Ja, das finde ich toll. Dann kann man das so ein bisschen sehen. Ne, also das ist jetzt eben das eine Ding, das ist das andere Ding, das ist das andere. Also so einen Framework/Source Plugin 1, Room Plugin Source und Planstellen Plugin Source. Ne? Und dann tut er einfach in diese, da muss man bei Eclipse ein bisschen konfigurieren, du kannst mehr als ein Source-Verzeichnis haben. Der Test braucht es dann nicht mehr. Wenn wir das in einem Ding, Eclipse-Projekt machen, dieser Test muss
Für diese beiden Plugins brauchen wir eigene JAR-Dateien jeweils. Na, solche JAR-Dateien kann man mit Eclipse bauen im Prinzip. Müsst ihr so ein bisschen rumhantieren. In denen dann eben die Plugin-spezifischen Dinge drin sind. Anschließend müssen diese JAR-Dateien für die Plugins aber irgendwie in den Class-Pfad geladen werden, damit man die starten kann eigentlich. Wenn wir jetzt eh drei Source-Verzeichnisse haben, in einem Ding sind alle Klassen direkt im Class-Path, dann brauchen wir diese JAR-Dateien vielleicht auch nicht mehr. Aber ohne JAR-Dateien ist doof. Der klassische Plugin-OSGI-Mechanismus funktioniert mit JAR-Dateien. Das heißt, wir bauen diese JAR-Dateien pro forma und die brauchen sich dann im Wesentlichen vielleicht auch nur dadurch unterscheiden, welche Manifest-Datei da drin steht. Und der Rest ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Genau, ich wollte die Manifest-Dateien eigentlich vermeiden. Aber eigentlich ist es mit einer Manifest-Datei viel einfacher. Lass uns das mit einer Manifest-Datei machen. Ja, das machen wir. Genau. In diesen JAR-Dateien, in JAR-Manifest.mf öffnen. Na, also ihr müsst die JAR-Datei laden, da drinnen müsst ihr nach dieser Manifest-Datei suchen, die hat eine ganz bestimmte Stelle, wo die immer ist. Die öffnet ihr, lest den Inhalt und da drinnen müsste dann sowas stehen wie Plugin, Class, Doppelpunkt und dann irgendwie, was weiß ich, DE, UKS, irgendwie und so weiter und so weiter. Na, der Name der Klasse, sodass man die anschließend mit Class for Name laden kann. Also und die Idee ist, ihr guckt in eurem Projekt, in dem Verzeichnis Plugins nach, sind hier JAR-Dateien, macht jede JAR-Datei einzeln nacheinander auf, guckt, ist da drinnen die Manifest-Datei, steht da drinnen so eine Textzeile, die mit Plugin Class Doppelpunkt beginnt, holt euch den Namen, der dahinter steht, ein bisschen trimmen oder so, und macht ein Class for Name und ladet diese Klasse. Und dann macht ihr eine Instanz von dieser Klasse und auf der ruft ihr Init auf. Na? Dann haben wir das mal. So, die Init-Methoden sollen eine Extend-Action in den Uni-Build-Extensions-Menge hinterlegen. Na? Also irgendwie so eine Action, die rufe ich später auf, um zu sagen, hier ist so eine Uni, kannst du der bitte mal Räume geben? Dafür brauche ich jetzt einfach nur eine Klasse, die hat so eine Methode add additional data und die kriegt als Parameter die Route und dann laufe ich darüber mit einem Visitor und wenn ich ein Fachgebiet finde, das erste Mal gebe ich dem zusätzliche Räume in der Extension-Sache. Merke mir die aber auch noch, wenn ich da drunter eine Person finde, tue ich die in den Raum, bis der voll ist, dann nehme ich den nächsten Raum und so weiter. Kann sich jeder vorstellen? Na, und diese Unibuild-Extensions ist so eine Art Hook-Pattern oder Template-Method oder ich weiß es, oder Strategy oder kann ich euch gar nicht so richtig sagen. Da werdet ihr wahrscheinlich einen Singleton für brauchen, weil eure Init-Methode keinen Parameter hat, damit ihr da Dinge hinterlegen könnt. Und diese Extension-Dinger, das kann auch die Plugin-Klasse sein, weiß ich nicht so ganz genau, da müsst ihr eine Basisklasse für bereitstellen, von der erbe ich. Die hat eben so eine Methode addData oder addExtensionData, keine Ahnung. Und wir brauchen später noch irgendwie so ein Count Extension Data von mir aus Ding, weil ihr sollt am Schluss die Anzahl der Räume und die unbesetzten Planstellen zählen.
Anzahl der Räume. Ah, lass uns doch die Anzahl der belegten Räume. Nö, wenn einer drin wohnt. Oder wir können auch die leeren Räume zählen. Nee, lass uns mal die belegten. Wir zählen schon unbesetzte Planstellen, lass uns mal belegte Räume zählen. Und wenn einer drin wohnt, ist der Raum belegt. Das ist so ein bisschen tricky. Ich will in eurem Test, dass ihr nachher prüft im Prinzip, was hat mein Extension-Plugin geleistet. Euer Test weiß aber eigentlich nichts über Räume. Ne, der Test gehört irgendwie zum Rahmenwerk dazu. Und dementsprechend kann der jetzt auch nicht nach Personen suchen, die in Räumen wohnen. Ne, weil er die Klasse Raum gar nicht hat. Das ist so ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn ich einen Test mache für so ein Framework, muss ich im Prinzip eben auch Test-Dinge haben, die mein Plugin zu bereitstellt. Das heißt, ich muss auf meinem Plugin so einen Self-Test aufrufen können, im Großen und Ganzen. Sodass eben mein Plugin mir nicht nur erweiterte Funktionalität zur Verfügung stellt, sondern auch gleich den Test, mit dem ich testen kann, ob das funktioniert hat. Ne? Euer Test selber muss auch diesen Plugin-Mechanismus benutzen, sonst fängt der sich eine Compile-Zeit-Abhängigkeit zu den Plugins ein. Ne? Und dann kann ich natürlich, könnte ein getrenntes Eclipse-Projekt machen und sagen, okay, ich bin ein Projekt, das weiß, dass es dieses Framework und diese beiden Plugins gibt und ich konfiguriere das jetzt zusammen und führe einen gemeinsamen Test auf dem ganzen Ding aus und ich habe Compile-Zeit-Abhängigkeiten zu allen Teilen. Aber eigentlich, wenn ich dieser Plugin-Architektur folge, dann ist es normal, dass eben auch die Tests, die das Rahmenwerk hat, womit das Rahmenwerk so bestimmte Dinge durchläuft, dass es da eben so Slots gibt, wo die Plugins sich eintragen können. Und wenn ich geladen bin, dann möchte ich bitte auch ein paar Dinge testen, ob ich in deinem Rahmenwerk richtig funktioniere. Und das muss das Plugin mitbringen, den Testteil. Und deswegen machen wir das jetzt hier eigentlich auch so. Ungefähr klar? Kriege ich hier hin. Ihr seid schon groß. Na? Okay, das ist die Idee. Ich lade das Video gleich noch hoch. Die Alternative zu dieser Hausaufgabe wäre gewesen, dass wir uns alle diese Woche hinsetzen und machen ein Eclipse-Plugin. Ha. Also bevor jetzt einer meckert, das ist zu viel, wir hätten wahlweise auch ein Eclipse-Plugin machen können, wo wir gesagt hätten, wir machen eine Erweiterung des Eclipse-Dings um einen neuen View, in dem ich irgendwelche Uni-Composite-Datenstrukturen editieren oder behandeln oder darstellen kann. Das war mir erstmals, ich war lange versucht, das zu tun, aber es ist einfach zu viel aufwendig und eigentlich so ein View, in dem ich Uni-Strukturen darstellen kann. Wie soll der denn aussehen? Ne? Also, und wo kommen die Datenstrukturen dann her? Und irgendwie komisch. Habe ich dann irgendwie, fand ich jetzt, ist mir so schnell für dieses Uni-Beispiel kein gutes Eclipse-Plugin eingefallen, das ich hätte brauchen können. Das machen wir dann nächstes Jahr. Ne? Für die Leute, die nächstes Jahr diese Vorlesung hören, dass sie sich schon mal freuen können. Dieses Jahr machen wir jetzt eben diese Standalone-Version. Da fängt man sich jetzt eben doch relativ viel Plugin-Mechanismus ein, den man selber implementieren muss, den uns sonst Eclipse zur Verfügung stellt. Dafür brauchen wir nicht so tief in diesen Eclipse-Scheiß reindenken. Auch gut. Ne? Und haben dadurch ist es ein bisschen leichter. Okay, danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche. Oder ist nächste Woche schon dieses Sommerfest des Fachbereichs? Wenn Sommerfest ist, sehen wir uns nicht. Okay, alles klar. Bis dann, wieder. Ich nehme das auf.